So. Oh, wie das duftet. Kennen Freunde. Sie den Duft auch von der Nachbarschaft vielleicht? Weil es ist Sommer und dann fängt man an zu grillen. Und grillen ist für mich nicht einfach Essen. Grillen ist ein Stück meiner Kultur. So bin ich aufgewachsen. Sobald es geht, wird gegrillt. Man sitzt zusammen, man hat eben auch diese Zusammengehörigkeit wieder. Man ratscht ein bisschen. Und gerade wir zwei, Carsten, sind diese Woche zweimal beim Grillen gewesen, bei mir auf der Terrasse. Und das ist einfach etwas, was man machen muss, bei dem Wetter machen will. Aber vielleicht haben Sie nicht den richtigen Grill oder sagen so Holzkohlegrill oder sowas. Nee, ist nicht meins. Ich möchte schnell, flexibel und kurz entschlossen. Ja. Und da haben wir jetzt für Sie zwei Grills. Ich habe zwei Grillmeister. Einmal die Meisterin des Grillens, Diana, aber der Chefkoch, das ist heute der Carsten. Ja. Und du hast schon richtig schönes... Ich habe schon mal aufgelegt. Ja, ich habe die Gier in deinen Augen schon gesehen. Das geht aber auch anderen Kollegen so, liebe Zuschauer. Und es ist eigentlich eine Schande, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, weil das riecht wirklich absolut fantastisch. Oh. Und ich habe sogar an die Vegetarier unter uns gedacht, liebe Diana. So, ich habe noch ein paar Zucchini und sogar noch ein paar Paprika mit dazugelegt. Zu unserem Kugelgrill kommen wir gleich noch. Das ist eine tolle 5-in-1-Lösung. Wir fangen an mit einem klassischen Tischgrill, mit einem Standtischgrill. 2-in-1, wenn Sie so möchten. Und auch wenn natürlich jetzt gerade das Wetter draußen absolut prädestiniert dafür ist, um ganz einfach mal zu grillen, ob Sie jetzt draußen ins Freie gehen, von mir aus mal beim Camping oder natürlich auch auf der Terrasse im heimischen Garten grillen möchten oder vielleicht dann auch, man mag es sich noch kaum vorstellen, aber möglich wäre es, dann irgendwann mal in den Winter hinein, dann vielleicht ganz einfach auch mal mit einem Tischgrill zu Hause auf dem heimischen Wohnzimmer oder dem Esstisch. Das alles ist mit so einem Tischgrill ohne weiteres möglich. Du kannst es kaum noch abwarten, oder? Oh, ich frage mal, wenn du weniger reden würdest, könnte ich schneller zu meinem Grillgut kommen. Aber kennst du das auch? Man steht außen rum, auch gerade wenn man Kinder hat, ist das ja ein Event. Ja? Dann die kleinen Würstchen drauf. Wann sind die Würstchen fertig? Es macht einfach Spaß und es duftet. Ich warte jetzt natürlich, bis Carsten wirklich fertig ist. Aber sowas, Elektrogrillen, das ist ja auch wichtig. Da brauchst du keinen großen Garten. Das kann man sogar auf dem Balkon machen. Ja, ganz genau. Bei dem Kohlegrill ausgeschlossen. Ja? Das ist immer das Thema. Du kriegst immer Ärger mit den Nachbarn. Ich glaube, rein rechtlich, wenn man so sachlich sein möchte, geht das, glaube ich, ein oder zweimal im Jahr. Aber es ist natürlich immer wieder mit einer gewissen Geruchsbelästigung und natürlich auch mit der Qualmerei verbunden. Und als es dann hieß, wir grillen heute, habe ich schon wieder gedacht, klasse, da sieht es wieder aus wie ein Ferkel, die Finger wieder voll mit schwarzer Kohle, anschließend muss die Asche wieder weg und so weiter. Das ist immer mit einem großen Aufwand verbunden. Mit so einem Tischgrill haben Sie das eben nicht. Der Grillrost, natürlich aus Edelstahl, kann man entnehmen und natürlich auch diese Heizstäbe, die kann man entnehmen. Auch die Tropfschale drunter lässt sich rausnehmen, sodass du das alles ganz bequem reinigen kannst. Wir haben ja eine Cool-Touch-Geschichte, das heißt, du kannst ihn auch gerne mal von A nach B transportieren, wenn mal eine Regenschauer kommen sollte und du musst mal schnell unter das Dach drunter. Ansonsten haben wir hier die 4 Standfüße, der steht sicher und kompakt mit einer kleinen Zwischenebene. Da ist auch nochmal eine Schale drin, ich habe sie jetzt hier genutzt, um ein paar Servietten oder mal einen Teller hinzustellen. Kannst du halten wie ein Dachdecker. Ja, kannst du auch mal dein Grillgut draufpacken oder ein paar Gläser drauf. Ganz egal, wie du es machen möchtest. Es ist einfach schön, so etwas zu tun. Es ist die Jahreszeit. Und was ich natürlich toll finde, es sind ja wirklich viele, viele Begrenzungen, die uns die letzten Monaten eben begleitet haben, sind weggefallen, zum Glück. Und dann kann man auch mal spontan sagen, Mensch, Karl, der Nachbar, ja, komm rüber mit deiner Frau, wir grillen heute Abend. Man braucht nicht lange Vorbereitungszeit, bei einem Elektrogrill sowieso nicht. Einfach rein in die Steckdose anschalten und schon kann das Grillvergnügen losgehen. Die Damen machen vielleicht noch einen schönen Salat dazu. Und Sie wissen, uns Herren ist das Steak natürlich der liebste Salat. Ja. Aber auch, und das finde ich auch schön, Carsten, die Vegetarier heutzutage kommen eben beim Grillen auch nicht zu kurz. Grillkäse, Obst, Gemüse, alles kann man grillen. Es gibt ja sogar mittlerweile hier so Tofu-Burger, Tofu-Würste und. Also egal, ob du jetzt Fleisch nun gerne in Form von Schweinefleisch oder von Rinderfleisch haben möchtest oder vielleicht auch in vegetarischer Form, ist alles machbar, ein bisschen Gemüse. Du kannst Fisch drauflegen, das sieht auch mal sehr lecker aus. Champignons liebe ich beispielsweise auch vom Grill. Ist einfach eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Du bist mit so einem Tischgrill eben nicht so gebunden wie mit so einem klassischen Grill, wo du erstmal Kohle und dergleichen dann anheizen musst. Ist immer eine Riesensauerei. So ein Tischgrill hast du schnell einsatzbereit. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das geht. Du hast hier die stufenlose Temperaturregelung von 1 bis 5. Da sind wir ungefähr bei 200, 220 Grad Celsius, je nachdem, wo du ihn aufstellst, selbstverständlich. Perfekte Temperatur, um das Grill gut gar zu kriegen. Und ich glaube, das erste Würstchen wäre schon fertig. Oh, gerne. Greif mal zum Teller. Ich möchte jetzt mal, Diana, möchtest du eins oder was grillst du gerne? Was möchtest du essen? Ich warte auf die Zucchini. Ja? Okay, so. Ich werde mich jetzt gleich mal zurückziehen und einen Qualitätstest, das ist ja auch wichtig. Ja, natürlich. Einen Qualitätstest vornehmen. Sie, gucken mal, schauen Sie mal, für gerade mal 32,99 Euro.
27 bekommen Sie diesen wirklich tollen Elektrogrill nach Hause. Und auch wenn Sie nur in Anführungsstrichen einen Balkon haben, grillen Sie. Man könnte ja rein theoretisch mit diesem Grill auch Indoor grillen. Natürlich. Aber zum Grillen geht man natürlich raus. Aber wenn es mal regnet, schnappen. Du hast gesagt, Cool Case. Ohne reintragen. Schau mal. Und ihr drin fertig grillen. Warum denn nicht? Ja. Ach, das ist ein Stückchen Lebensfreude. Und ich glaube, Carsten, bei diesen Bildern kommt der Geruch bei unseren Zuschauern auch im Wohnzimmer an. Ja, das hoffe ich doch. Ich habe mir richtig Mühe gegeben hier. Ja. Das sieht natürlich nicht nur lecker aus, das schmeckt natürlich auch lecker, liebe Zuschauer. Es ist genau die Zeit, wo man das einfach genießen möchte. Ralf hat völlig recht. Wir haben jetzt so lange drinnen gehockt. Es war auch noch im Frühjahr das Wetter so bescheiden, auf Deutsch gesagt. Ja, und jetzt geht es dann ganz einfach mal wieder raus. In die Natur, raus in den Garten, raus ins Schrebergärtchen, wo auch immer. Aber dann jedes Mal den Holzkohlegrill mitschleppen, ist immer mit einem unglaublichen Aufwand verbunden. Und es geht hier Zürich gerade um die letzten Stückzahlen, die wir noch haben. Klar, ja, klar. Unsere Kunden wollen grillen. Ja, jeder will grillen, auch Sie. Also bitte jetzt, wenn Sie gerade noch im Überlegen sind, soll ich nicht? Ja, Sie sollen. Grillen ist ein Stück Kultur. Dessen bin ich mir sicher. Die Entscheidung muss jetzt nur sein, wenn Sie noch keinen Grill zu Hause haben oder eben Holzkohle satt haben, ist es der Kugelgrill, den wir den jetzt gerade sehen, zu dem kommen wir nachher, oder ist es eben unser hier Tischgrill, der aber schon einen Ständer hat. Aber wir haben es gerade in dem Zuspieler gesehen, man kann auch gern nur das obere Teil separat auf den Tisch stellen, Stecker in die Steckdose und los geht's mit Grillen. Da sehen wir es nochmal. Ja, und das geht natürlich auch auf dem Balkon, auf dem Tischchen. Und wenn man das macht, sitzt man natürlich außen rum, dann muss der Grillmeister nicht laufen, am Grill laufen. Er grillt am Tisch und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. So, und jetzt machen wir Qualitätstest. Und? So, und jetzt sag mal kurz den Preis. Preis, ich will nicht mehr hören. Ja, genau, das habe ich ja vermutet. 32,29 €. Sie hätten wirklich dabei sein sollen bei unseren Grillabenden. Carsten ist vorübergehend bei mir als Untermieter eingezogen und es macht so viel Spaß. Und das ist es. Es ist ja nicht Essen. Es ist der Spaß. Es ist, ja, jetzt mach mal erstmal deinen Mund leer, dann bin ich nämlich dran mit Essen. Aber dann kannst du mal von deinem Schatten. Es ist das gesellige Beisammensein. Also egal, ob du jetzt zu zweit in der Partnerschaft mit den Kindern mal schnell ein Kotelett grillen willst oder eben auch mal, wenn die Freunde wieder zu Besuch kommen. Wir haben lange genug drauf gewartet. Richtig. Man sitzt zusammen, man trinkt was zusammen, man isst was zusammen. Es ist eine Qualitätszeit, sage ich immer mit dazu. Ja? Diese Zeit haben wir lange genug entbehrt. Wir mussten Abstand halten, wir konnten uns eben nicht treffen. Und jetzt ist es schön, dass man das alles wieder genießen kann. Sorgen Sie dafür, dass in der geselligen Runde ganz einfach auch mal ein Grill auf dem Tisch steht oder eben auch mal daneben, dann wird ordentlich gegrillt. Ich finde es immer klasse, man trinkt was zusammen, man lacht. Und das geht also mitunter also auch schon mal bis spät in den Abend. Die Temperaturen lassen das ganz einfach zu. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal 33 € hier. Bieten wir genau das richtige Gerät an. Ich finde den großartig. Der wäre auch noch was für mich, für einen kleinen Balkon bei irgendwann. Ja, natürlich. Also wenn du dann Balkon hast, stell den einfach hin und jederzeit, wenn du Lust hast, drauf machen. Es gibt auch viele, und das finde ich ja auch schön, Fischliebhaber. Und Fisch auf dem Grill ist auch was anderes als vom Also Ofen, Lachs in so eine Alufolie mal drauflegen, so ein bisschen dünsten lassen. Das ist schon eine ganz, ganz feine Geschichte jetzt hier. Unser Regisseur steht übrigens auf Dorade. Ich habe die noch nie gegessen. Aber ja, also Geheimtipp, probieren Sie das ruhig auch mal gerne aus. Dorade, aber ganz egal, ob Sie vegetarisch oder natürlich ein T-Bone-Steak draufhauen. Mit so einem Grill geht es ganz spontan, das halte ich auch für wichtig. Und man könnte auch im Notfall spontan nach innen umziehen, weil auch das ist hier überhaupt kein Problem. Und nochmal, Grillen ist nicht Essen, Grillen ist Kultur, Grillen ist Geselligkeit, Grillen ist das, was Sie jetzt unbedingt wollen. Und ich glaube, auch Ihnen läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen. Wenn der Grill Ihrer ist, dann seien Sie bitte schnell. Sie haben es eingeblendet gesehen, die Nachfrage ist riesengroß. Wir sind auf den letzten Stückzahlen. Die Bestellnummer ist die NX9741 und die 569, der Preis gerade mal 32,29 €. Und jetzt ist Grillen für viele auch schon fast eine Meisterschaft. Es gibt unglaublich viele ambitionierte Griller. Und da habe ich mir sagen lassen, da wäre ein Kugelgrill ein Schritt in eine ganz andere Grilldimension. Ist das richtig? Das ist richtig, weil ein Kugelgrill immer ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Ganz besonders unsere 5-in-1-Lösung, die wir hier für unsere Zuschauer bereithalten. 5 in 1 bedeutet, wir haben hier deutlich mehr als einen Grill, denn dieser Grill lässt es tatsächlich zu, dass du vielleicht auch gleichzeitig neben deinem Grillgut ein paar Beilagen zubereitest. Es ist ein bisschen Zubehör mit dabei, ein Topf, es ist sogar eine Frittierschale mit dabei. Und ganz egal, ob du grillen möchtest, kochen möchtest, backen möchtest oder vielleicht etwas dünsten möchtest oder frittieren willst, das alles ist ohne weiteres drin. Wir zeigen Ihnen das hier mal kurz im kleinen Zuspieler. Wir können das auch gleich live mal zeigen hier bei uns im Studio. Und ich finde das sensationell. Mal ein paar Kartoffeln dazu gekocht. Ja? Einfach direkt passend zum Grillgut. Wasser in den Topf rein, Kartoffeln dazu, kannst du auf der Platte laufen lassen. Oder du packst den Deckel drauf, dann kannst du natürlich jederzeit dünsten. Oder mal den leckeren Kuchen zubereiten.
Habe ich ehrlich gesagt bis jetzt bei einem Grill auch noch nie drüber nachgedacht. Mit dem wäre es ohne weiteres möglich. All das, was du an Zubehör brauchst, ist mit dabei. Und ich finde es nach wie vor auch bei diesem Grill fantastisch, dass du hier die Temperatur stufenlos einstellen kannst. Alles zwischen 100 und 220 Grad Celsius ist machbar. Entweder mit Deckel oder ohne Deckel, mit Topf oder ohne. Und ich habe jetzt hier das ganze Grillgut mal im vorderen Bereich aufgelegt. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir wieder zurück im Studio sind. Hier sehen wir es auch mal sehr schön. Und die Fläche, wo jetzt der Topf draufsteht, kann man natürlich auch als Grillfläche nutzen. Also entweder grillen oder Topf und sogar mit dem Topf frittieren, wenn man die richtige Temperatur hat. Also wir haben es gerade gesehen, auch gerne mal Pommes im Topf machen. Frittiersieb ist mit dabei oder auch Kroketten. Und dann ist er auch schön. Aber es sieht so lecker aus. Und ich muss sagen, ich bin ja der Fleischfresser, aber auch die Zucchini-Scheiben sehen sehr, sehr lecker aus. Mhm. Und sowas mal mit einem Stück Weißbrot, welches man auch angegrillt hat, ist auch eben ein leckerer Snack zwischendurch, zwischen dem ersten und dem zweiten Steak. Damit du nicht leer ausgehst. Dankeschön. So, Vorsicht, das ist aber lieb von dir. Pusten. Ja, kann auch mal Zucchini sein. Warum nicht, oder? Diana ist auch schon ganz fleißig. Die läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Du hast schon eine Zucchini probiert, wie hat es geschmeckt? Ja, das ist, Entschuldigung, ja, das ist so lecker. Und hier in Russland, wir kochen immer diesen Fischsuppe. Das ist auch gut für uns. Das ist auch eine schöne Idee. Ja. Ja, auch mal eine sehr schöne Idee. Man könnte das Ganze natürlich auch zum... Nee, es geht noch. Hat noch nicht lange genug drauf gestanden. So, jetzt kannst du natürlich auch jederzeit hier ein bisschen Öl reinmachen. Das heißt, der Frittierkorb wäre ebenfalls dabei. Wenn du leckere Süßkartoffeln, Pommes schmecken auch ganz lecker. Das alles eben an Zubehör ist schon mit dabei. Also ganz egal, ob es eben das schnelle Grillwürstchen sein soll. Und ganz ehrlich, selbst an einem Sonntagabend, wenn der Kühlschrank leer ist und spontan Freunde vorbeikommen, kriegst du an der Tanke noch mal ein Paket mit Grillwürstchen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Manchmal geht man aber auch vielleicht etwas großzügiger einkaufen, versorgt seine Gäste dann mit leckeren Steaks, mit leckeren Koteletts. Nacken oder Hals ist ja völlig wurscht. Bisschen was an Geflügel drauf, Pute schmeckt auf dem Grill auch mal sehr gut. Hähnchenfilet finde ich auch mal sehr, sehr lecker. Also Sie merken schon, ja, das Grillen wird hier ein Stück weit perfektioniert und das mit einem richtig tollen Material. Ich finde beide klasse, die haben die richtige Höhe mit gut 80 cm, sowohl der erste Tischgrill als auch hier der Kugelgrill. Also wirklich sensationell, was wir hier gerade im Programm haben. Und ich kann verstehen, dass unsere Kunden sagen, Mensch, die möchte ich haben. Du, und was ich natürlich auch toll finde, beim Grillen triffst du immer den Geschmack. Also es gibt ja verschiedenes Essen oder Speisen, die mögen manche nicht. Ich habe aber noch nie in meinem Bekanntenkreis von irgendjemand gehört, der gesagt hat, Grillen mag ich nicht. Oh, das ist ein Grill-Smiley. Oder, ja, ein bisschen Haare noch dran, dann ist es der Carsten. Ja? Aber der Grill-Smiley, der sieht natürlich auch hervorragend aus. Ja? Mach bloß die Paprika nicht weg. Ja? Paprika bitte liegen lassen. Aber es ist einfach nie. Wenn Grillen mag jeder. Die Kinder mögen es bis zum Großvater und sie mögen es mit Sicherheit auch. Und wenn sie bis jetzt keinen Grill hatten oder eben Holzkohle, das ist immer so aufwendig. Holen sie sich einen elektrischen Grill. Und dann entscheiden Sie eben, ist es ja hier schon komfortabel Tischgrill oder ist es unser 5-in-1 Kugelgrill, auch zum Garen, zum Durchgaren mal von einem Stück Fleisch durch den Kugelgrill, dann die Rundumverteilung. Und Sie sehen, hier, unser Carsten hat alles im Griff. Ich freue mich schon aufs Essen gleich, wir haben ja dann Pause. Und Sie können sich auch freuen, in wenigen Tagen ist Ihr Grill bei Ihnen und dann laden Sie auch die Nachbarn ein. Ja? Machen Sie ein bisschen Salätchen dazu, ein bisschen natürlich die Grillsoßen, die Dips dazu. Und dann grillen Sie das, was Ihnen schmeckt. Und man hört es auch sofort. Guck mal hier, allein mit den Grillstreifen, ist natürlich großartig. Ja, was machen die Würstchen? Ja, die bräuchten noch ein Minütchen oder zwei, aber sehen auch schon sehr, sehr gut aus. Aber hier gerade diese Grillstreifen, das möchtest du haben. Ja, das gehört einfach zum Grillen dazu. Und das riecht fantastisch. Die Grillwürstchen schmecken super. Ich bin mal gespannt, wie die Koteletts schmecken. Ich habe übrigens diese Woche zum ersten Mal, werden Sie vielleicht nicht glauben, weil Sie schon oft gegessen haben, Grillkäse probiert. Habe gedacht, komm, bist du mal offen für was Neues. Das ist ja auch schön beim Grillen. Entdeckt man immer wieder neue Sachen. Und ich fand den super lecker. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Esst ihr Grillkäse? Ja. Der quietscht beim Essen. Ja. Stimmt das? Oder war das nur, lag das an mir? Aber das warum auch. Quietscht der? Das hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe bei jedem Bissen das gemacht. Ja. Also scheinbar scheint das ein vielleicht. Qualitätsmerkmal des Grillkäses zu sein. Was hast du denn im Supermarkt gefunden? In welcher Kategorie war er denn? Ja, auf jeden Fall war er mit Chili noch. Da war noch leicht angeschafft. War super lecker. Aber das Quietschen, das fand ich persönlich lustig. Ja. Und Sie
können natürlich auch neue Seiten entdecken. Man kann kreativer werden. Man kann eben auch mal das probieren, was man vielleicht mal irgendwo in einem Heft oder in einer Fernsehsendung oder bei uns bei Pearl TV gesehen hat. Hier, das ist auch super lecker. Gefüllte Champignons. Ja. Auch immer wieder gut. Wow. In diesen Schafskäse rein, sensationell. Findest du übrigens auch klasse, dass gerade der Kugelgrill, ähnlich wie der Standgrill auch, aber hier der Kugelgrill noch mal ein bisschen ausgeprägter, auch Platz hat für Grillsoßen. Auch mal für Öl zum Beispiel. Oder wir haben es hier gerade gesehen, das ein oder andere Gewürz, was noch dazu kommt. Da nimmt natürlich auch mal das Fläschchen Biermann ordentlichen und sicheren Platz ein. Hast eine schöne Ablagefläche, kannst auch mal ein bisschen Grillbesteck und dergleichen dazu packen. Also das persönlich wäre mein Favorit. Den vielleicht auch mal für zu Hause, jetzt auch mal für die Wintermonate mal andenken. Aber der hier ist im Sommer ehrlich gesagt mein ganz persönlicher Favorit. Den finde ich großartig. Aber hier Cool Touch, wenn es mal regnen sollte, wenn Petrus mal gemein ist, schnappst du dir den und stellst den einfach mal unter das Vordach. Ja? Den hast du schnell zusammengebaut, wenn du das möchtest. Den kannst du aber zum Camping mitnehmen. Einfach ein sensationelles Gerät. Spielkind, guck mal. Ja, ja. Also, Sie sehen hier unsere Diana, die hat auch viel Spaß. Man kann auch kreativ sein. Ich glaube, wenn du sowas mit den Kindern oder mit den Enkeln machst, ja, die haben da auch Riesenfreude. Ja, und dann machst du mal so ein Smiley auf den Teller. Und ich glaube, das wirkt auch bei Kindern, die sagen, ich will kein Gemüse. Kennst du das? Ja, es gibt ja auch Kinder, die wollen nur Würstchen. Meine aber Eltern haben mich auch mal überreden müssen. Ja, aber so macht Spaß. Zwei Augen, die Nase, alles da. Ja, also das ist einfach Perfektion. Und so entsteht Spaß. Jetzt überlegen Sie noch, welchen Salat machen Sie dazu? Zu Ihrem Grillgut und wen von den Nachbarn laden Sie ein oder von der Verwandtschaft, von den Freunden, weil das ist ja jetzt fast überall wieder möglich. Achten Sie natürlich auf die entsprechenden Vorschriften bei Ihnen zu Hause, aber es macht selbst im engsten Familienkreis natürlich Spaß und da sehen wir den Spaß und man bekommt auch sofort Hunger, auch wenn Sie jetzt nicht mit der Nase hier im Studio sind. Ich glaube, Sie können das riechen, was wir hier gerade erleben. Hier für unseren Kugelgrill 5 in 1 sage ich Ihnen noch die Bestellnummer. Das ist die NX5150 und die 569 der Preis 132,99 Euro. Für einen Kugelgrill ist das natürlich ein unglaubliches Schnäppchen, denn hier kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 240 Euro. Also gleich zuschlagen. Und Carsten, gleich mal die Frage, wann grillen wir das nächste Mal bei mir? Heute Abend. Warum nicht? Wäre spontan möglich. Ich bin dabei. Ja, also Mittagessen ist jetzt gesichert. Und heute Diana ist herzlich eingeladen. Ich bin dabei. Ja. Die Kollegen auch, die werden wir jetzt erstmal mit Fleisch und mit Würstchen versorgen. Da ist einiges übrig. Der Konstantin in der Kamera 1, kriegt auch langsam Appetit. Ja, Stefan, auch du gehst nicht leer aus in der Regie. Und unsere gute Seele Matthias, ihr könnt sicherlich auch noch ein Kotelettabgleich. Ja? Also ihr könnt euch was richtig Leckeres freuen, Freunde. Aber so macht das Grillen Spaß hier. So macht das richtig Spaß. Schau dir das an, wie appetitlich das aussieht. Das steht vor allen Dingen durch diese Ablaufrinnen, die wir hier haben, wird das richtig schön saftig. Schau mal hier, wenn ich das Fleisch hier anhebe. Lass mich mal kurz, Diana. Guck mal hier. Das siehst du richtig. Carsten, was mir beim Elektrogrill besonders gut gefällt. Du kannst auch zwischendrin mal eine kleine Pause machen. Ja? Ja. Du kannst einfach sagen, komm, jetzt machen wir mal kurz aus, Pause und vielleicht in ein, zwei Stunden noch mal ein Stückchen Fleisch aufregen. Drehst einfach wieder an und weiter geht's. Man braucht hier überhaupt keine Vorbereitungszeit. Anschalten, loslegen und das ist das Schöne. Und holen Sie sich das Schöne nach Hause, grillen Sie. Und da noch mal der Hinweis, mit einem Elektrogrill darf man auch auf Balkonen grillen. Holzkohlegrille sind da oftmals verpönt, teilweise sogar verboten, ganz klar. Durch die Rauchentwicklung der Holzkohle. Aber hier bei unseren Grills, die Nachfrage ist riesengroß. Bitte, bitte schnell sein. Gilt für unser erstes Modell. Da sage ich Ihnen auch nochmal für den kleineren am Anfang hier die Bestellnummer, die NX9741 und die 569. Hier wird es ganz, ganz eng. Und auch bei unserem Kugelgrill, an dem Diana und Carsten jetzt gerade stehen, ist die Nachfrage schon riesengroß. Hier ist die Bestellnummer, die NX5150 und die 569. 132,99 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und ich würde sagen, Carsten, du hast den Rest der Sendung im Griff. Ich setze mich jetzt mal zu Diana. Genieß den Tag. Und wir werden jetzt mal ein klein wenig schlemmen. Ich halte noch mal ganz kurz das Zubehör in die Kamera, liebe Zuschauer. Denn Kugelgrill alleine als reiner Grill ist schon sensationell. Aber selbstverständlich ist der Topf mit dabei, Deckel ist auch mit drin. Und selbstverständlich auch hier dieses Körbchen hier zum Frittieren. Man kann auch zum Beispiel mal Kartoffelecken oder sowas ganz einfach mal mit dazu machen. Ein bisschen Öl rein. Sie können hier stufenlos verstellen bis 220 Grad. Und dann haben Sie natürlich auch mal eine passende Fritteuse mit dabei. Selbst einen Kuchen kannst du mit so einem Grill machen. Das ist natürlich eine super Geschichte. Würde ich nicht gleichzeitig machen. Das sollte wahrscheinlich vom Aroma her nicht unbedingt so gut kommen. Aber alles in allem hast du alle Freiheiten der Welt. Und wenn man hier mal ein bisschen dünsten möchte, ist natürlich auch die Haube
Hochzeitsdiener mit dabei. So wie ein guter Kugelgrill eben sein muss. So, ein paar Sekunden haben wir noch in der Sendung. Die Kollegen stehen schon mit gezückten Messern und Gabeln hinter den Kameras. Ich habe eine kosmetische Operation an dir vorgenommen. Deine Nase ist jetzt wesentlich kürzer. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Kamera noch rein. An der Nase eines Mannes. Vorhin war mir die Nase zu lang. Ich habe sie jetzt mal fachmännisch gekürzt. Also ich glaube, ich werde irgendwann Schönheitschirurg. So, Sie sehen, wir haben viel Spaß hier im Studio. Wir anderen eine Grube, gell? Und Sie werden zu Hause viel Spaß haben. Also ran ans Telefon und dann genießen Sie den Sommer. Ciao. Guten Appetit.